Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Edna bricht aus. Oh, ich muss die ganze Zeit aufstoßen, ich habe gerade was getrunken, ey. Hoi, ich hoffe, das geht jetzt wieder. So langsam. Gut, gucken wir uns erstmal diesen Wasserspender an. Der ist ja leer. Wer wohl das ganze Wasser getrunken hat? Ach nein. Nein, der Wächter doch nicht. Leer. Egal, kann man immer gebrauchen. Blub, blub. Blub, blub. Leer. Interessante Konversation. Mist, so bekomme ich den niemals auf. Für den Wechselbehälter braucht man einen dreibärtigen Vierkant-Imbus mit Bartzotten. Alles klar. Yippie! Lass uns hier drin eine Überschwemmung verursachen. Ja! Ach, Harvey. Der Wasserspender ist doch ganz leer. Oh. Ach ja. In diesem Bild sucht Captain Unbrauchbar die Herrentoilette. Alles klar. Ob er sie finden wird, Leute, das wissen wir nicht. Guck mal, Harvey. Ein leerer Wasserspender. Wer wohl das ganze Wasser getrunken hat? Ach, nein. Nein. Natürlich nicht der Typ hier. Ich durchwühle doch keine Mülleimer. Ach ja? Seit wann? War gelogen. Ich wollte nur gucken, wie es sich anfühlt, das zu sagen. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsifter Papierbecher drin. Wozu die wohl benutzt wurden? Da ist nur ein Jahresvorrat durchsifter Papierbecher drin. Egal. Die Auswahl ist groß. Ich nehme ein besonders siffiges Exemplar. Geil. Hallo? Jemand zu Hause? Verschwinde! Das ist meine Mülltonne! Habt ihr das auch gesehen? Ja. Copyright-Verletzerin. Alles klar? Ich durchwühle doch keine Mülleimer. Ach ja? Das hat mir schon... Ich wollte... Das... Alles klar. Aber nicht doch. Harvey ist noch gut in Schuss. Ein paar Kratzer hier und da, aber sonst. Niemals. Der Poloschläger ist meine einzige Waffe im Kampf gegen das Unrecht. Ja, gut. Er schreibt noch. Du sollst ja auch was raufschreiben. Niemals. Das ist die Erstausgabe. Okay. Huch. Untersteh dich. Das ist mein Zuhause und keine Müllkippe. Naja, okay, es ist eine Müllkippe. Aber ich wollte schon sagen, gar nicht, sie zu beschmutzen, du Kretin. Habt ihr das auch gesehen? Ja, leider schon. Ich lege ihn einfach zurück, als wäre nichts gewesen. Oh, ich würde... Okay, wieder nehmen. Der ist genauso siffig wie der letzte. Und bestimmt genauso nutzlos. Ja, wahrscheinlich. Bei der Luftfeuchtigkeit hier drin fühlt sie sich offensichtlich sehr wohl. Sperrig und nutzlos. Ich lasse es bleiben, wenn's recht ist. Lass uns die Pflanze umklopfen. Es heißt umtopfen, Harvey. Ich weiß, was ich gesagt habe. Oh, warte. Ich bin gerade... Was habe ich gemacht? Sperrig und nutzlos. Das habe ich schon genommen, ja. Oh, Flora, Göttin aller Sandalenträger, hörst du mich? Was wünschst du, Sterbliche? Ich würde gerne etwas über meine Wurzeln erfahren. Du trägst die Wahrheit bereits in dir, Edna. Alles klar. Die ist bloß Dekoration. So, hatte ich jetzt Harvey gerade... Was hältst du davon, Harvey? Nee. Abendbrot. Und ich dachte, du isst nur Süßigkeiten. Ich esse immer das, womit ich den größten Schaden anrichten kann. Lass uns die Pflanze... Das hatten wir, ja, okay, gut. Vor allem, dass der Chip hier einfach nichts mitbekommt, lol, was? In diesem Bild gießt Nützlich Boy die Blumen vorm Tiefparterre-Cave. Nett von ihm. Rettet die Pflanzen. Hier, ein wenig Dünger. Hey! Braucht man
Zehennagel noch. Fußnagel. Zehennagel. Ich stelle ihn einfach dahin. Da stört er niemanden. Hä? Wir haben den Wasserbecher jetzt noch. What? Okay. Manche sind erleuchtet, andere sind dunkel. Je nachdem, ob das Licht in den Räumen brennt. Wer hätte das gedacht? Klar, ich hol nur gerade den Laster. Oh, Monitor Orakel, was willst du mir mitteilen? Um meine Botschaften zu empfangen, musst du nur lange genug hinsehen. Machen wir. Irgendwie hypnotisch. Man kann die ganze Anstalt sehen. Ich erkenne Buchstaben in den Monitoren. Du bist ein verrücktes Huhn. Ein Huhn, ja. Aber verrückt? Der Poloschläger guckt am liebsten Tierfilme. Ich will es nicht leugnen. Ich mag Pferde. Ja. Pferde sind elegante Tiere. Der Stift guckt am liebsten Romanverfilmungen. Aber sie gefallen mir nicht. Sie werden dem Buch nie gerecht. Das stimmt allerdings. Captain Unbrauchbar guckt gerne Wer wird Millionär? Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Ah, alles klar. Der Wasserbecher mag Gerichtsshows. Inhaltslos? Die sind nicht inhaltslos. Die sind manchmal ganz schön clever. Ja. Ja, wie viel Stimmen Harvey, also der Sprecher von Harvey, einfach drauf hat, so. Der Fußnagel schaut gerne Thriller. Die sind so spannend. Ich könnte mich selbst abknabbern. Okay. Fernseher. Der Fernseher ist aus. Dann mach ihn an. Gibt's den nicht als Flachbildvariante? Ich glaub nicht. Kein besonders ansprechendes Design. Der Fernseher ist aus. Ich hab ihn doch gerade angemacht, oder nicht? Mann. Harvey guckt am liebsten Filme über Ponys. Über fleischfressende Zombie-Ponys. Schade, dass er ihn nennen kann. Er ist so niedlich, wenn er über Ponys redet. Ey. Der Poloschläger guckt am liebsten Tiere. So, ja, das hatten wir schon. Okay, dann kommt da wahrscheinlich überall das Gleiche. Gucken wir uns mal hier dieses Kontrollpult an. Das sieht kompliziert aus. Geht so. Das ist groß und schwer und mit 1000 Kabeln verdrahtet. Ich lasse es lieber hier, wenn's recht ist. Nein, nimm es mit. Ich will das haben. Warp 5. Energie. Pfoten weg. Okay. Was hältst du davon, Harvey? Das brauchen wir nicht. Wir haben auch so alles unter Kontrolle. Da wäre ich mir nicht so sicher. Nicht nötig. Alles unter Kontrolle. Mensch. Nicht nötig. Alles unter... Mensch. Captain Unbrauchbar kann allein Kraft seiner Gedanken den Kontostand kontrollieren. Ach, schau doch nicht so traurig, Captain. Oh. Nicht nötig. Oh. Jetzt mal? Nicht nötig. Oh. Okay. Er beachtet mich gar nicht. Er starrt wie gebannt zur Monitorwand. Alter, der Rhyme, ey. Vielleicht kann ich mir unbemerkt den Schlüssel schnappen. Ach so. Hey, Finger weg! Schlüssel ansehen. Der Generalschlüssel. Ich muss ihn unbedingt haben. Ja. Aber wie stelle ich das an? Weiß ich nicht. Ich versuch's einfach. Pfoten weg. Okay. Keine Maus mehr. Keine Maus mehr. Das war wohl nix. Lol, hä? What? Okay. Hä? Komm, put. Glaub, das bringt nichts. Vielleicht kann ich ihn irgendwie... Pfoten weg. Und ich schon wieder? Das war wohl nix. Okay, einfach nur rechtsklick. Okay, schön. Einfach nur rechtsklick. Sieh nur, Harvey, der Generalschlüssel. Yippie, zum Greifen nahe. Aber er hängt noch an dem Gürtel fest. Yippie, ein Gürtel. Nein, du verstehst mich nicht. Der Gürtel hängt noch an der Hose. Wow.
Boah, Generalschlüssel, Gürtel und Hose. Wir machen heute richtig fette Beute. Aber die Hose hat Blase doch an. Blase halb an? Es wird immer besser. Hörst du mir überhaupt zu? Zu? Oh, wundervolles Zu. Alles klar. Vielleicht kann ich den Schlüssel mit dem Stiel vom Poloschläger... Hey! Finger weg. Uiuiuiui. Uiuiuiuiui. Wollen wir dem Schlüssel ein Bad malen? Ja. Autsch. Oh. In diesem Bild hat Captain Unbrauchbar den Schlüssel zum Tiefparterre-Cave verloren. Oh, wie soll denn jetzt die Pflanzen gegossen werden? Vielleicht könnte ich aus diesem Wasserbecher etwas halten, was... Hey! Finger weg! Uiuiuiui! Uiuiuiui! Oh. Vielleicht kann ich mit dem Fußnagel die Schraube an der Öse... Hey! Finger weg! Uiuiuiui! Oh, es tut mir leid, Leute. Ich bin ein wenig... erkältet. Was hältst du von dem Typen, Harvey? Er ist offensichtlich ein fauler Sack. Ja. Lieber nicht. Noch ignoriert er mich. Hm. Von dem will ich kein Autogramm. Oh, es tut mir so leid, Leute. Möchtest du lieber was lesen? Nerv nicht. Okay. Echt so, ey. Soll ich dir noch ein Wasser bringen? Wirklich, wirklich nicht. Ich hatte schon viel zu viel. Nuschel doch nicht so. Ich hab den nicht verstanden. Es gibt einige wenige Situationen, wo... Okay. Gut, dann reden wir mal mit ihm. Ich störe ja nur ungern, ich hoffe, ich hab nicht übersteuert. Lol. Fass dich kurz. Ich bin nicht der Neue. Ach ja? Und wer bist du dann? Um ehrlich zu sein, bin ich eine entlaufene Irre. Entlaufene Irre. Ja. Hör mal, Neuer. Wenn du nur zum Herumblödeln gekommen bist, kannst du auch genauso gut wieder gehen. Okay. Ich will mit ihm reden. Ich störe ja nur ungern ab. Fass dich. Ich bin nicht... Ach ja? Schon mal was von Thor, Gott des Donners, gehört? Na gut, Thor. Dann kannst du ja auch einen blitzartigen Abgang machen, nicht wahr? Ja, war witzig. Ich störe ja nur ungern... Fass dich. Ich bin noch was? Ach ja. Ja, ne? Nee. War ein Scherz. Langsam gehst du mir echt auf den Geist. Sag endlich, was du willst und dann verschwinde. Ist das da der Generalschlüssel? Und ob. Und mit dem bekommt man alle Türen hier auf? Oh, alle bis auf eine, ja. Kann ich ihn haben? Ich hab meinen verlegt. Guter Witz. Als würde Dr. Marcel dir einen eigenen Generalschlüssel anvertrauen. Dieser Generalschlüssel ist das wichtigste Objekt im ganzen Haus. Nicht einmal Hulgor hat einen eigenen. Und einem Noob wie dir gebe ich ihn bestimmt nicht. Als ob die Noob hier eingebracht haben. Zurück zu... Was? Kann ich ihn haben? Hulgor schickt mich, ihn zu holen. Hulgor kann selbst kommen, wenn er ihn haben will. Hulgor ist... Naja, er ist verhindert. Verhindert? Ja, ein bisschen. Wo steckt er? In einem Edna! Er... therapiert seine Klaustrophobie. Dann braucht er auch den Schlüssel nicht. Ich hab grad was getrunken. Alles klar, er therapiert seine Klaustrophobie. Das Zurück ist auch eine gute Umschreibung. Kann ich ihn haben? Dr. Marcel sagt, ich soll ihn bekommen. Ich glaube kein Wort. Der Doktor würde den Schlüssel niemals jemand anderem anvertrauen. Und dir schon gar nicht. Ja, du weißt doch gar nicht, wie cool drauf ich bin. Natürlich würde er mir den anvertrauen. Zurück zum Generalschlüssel. Was? Kann ich ihn haben? Ich muss ins Lager das leere Wasser auffüllen. Tja, da kommst du zu spät. Das war schon das letzte Wasser. Du What? Hast das ganze Lager leer getrunken? Irgendwie schon. Oje, was habe ich mir nur dabei gedacht? Zurück. Was? Kann ich ihn haben? Ich komme sonst nicht hier raus. Bist du jetzt bekloppt? Erstens ist es nicht erlaubt, die Anstalt zur Arbeitszeit zu verlassen. Zweitens ist die Eingangstür nie verschlossen. Nur die Hintertür. Also kann man jederzeit zur Eingangstür rausmarschieren? Klar! Es sei denn, du bist einer von den Irren.
Zurück zum Generalsprecher. Welche Tür bekommt man denn damit nicht auf? Es gibt da diesen einen Raum im zweiten Stock. Der Doktor hält ihn immer verschlossen. Und den Schlüssel bewahrt er oben in seinem Büro. Einmal am Tag jedoch, immer zur gleichen Stunde, öffnet er den Raum und schließt sich selbst darin ein. Wir wissen nicht, was Dr. Marcel darin aufbewahrt oder was er dort tut. Aber Stiesel schwört, dass er einmal Geräusche aus dem Raum kommen gehört hat. Ein Schluchzen oder Wimmern. Gerade als der Doktor drinnen war. Unheimlich, nicht wahr? Oh, ich habe eine Gänsehaut. Uiuiui. Ui, ui. Was guckst du da? Ich gucke den Bekloppten zu. Eigentlich sehe ich ja lieber fern. Aber irgendwie ist schon wieder was mit der Antenne. Schande auf diese unzuverlässigen Antennen. Ah, so schlimm ist das auch wieder nicht. Die Hirnis sind ganz unterhaltsam. Nur, dass man langsam selbst bekloppt wird. Wenn man zu lange auf diese Monitore starrt, beginnt man Buchstaben darin zu sehen. Hast du etwa das ganze Wasser getrunken? Erinnere mich nicht daran. Ich müsste eigentlich längst aufs Klo. Aber ich soll meinen Posten nie verlassen. Als wenn bei den Irren jemals irgendetwas passieren würde. Gott sei Dank bin ich, was das anbetrifft, sehr strapazierfähig. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Ach man, ey. Geh doch einfach. Ich pass so lange auf. Hey, das hier ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Es geht nicht darum, einfach nur rumzusitzen und die Zeit totzuschlagen. Das hätte ich auch nie gedacht. Nein. Wow, das ganze Wasser? Oh, erinnere mich nicht daran, bitte. So lange zurückzuhalten ist ungesund. Ich halte das schon aus. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Dein Blasenvolumen muss monströs sein. Tja, ja. Ich bin als Kind in den Kessel gefallen. Du meinst in den Kessel mit Zaubertrank? Nein, einfach nur in den Kessel. Okay. Apropos Wasser. Ich war in den Ferien am Pazifik. Endlich auf, über Wasser zu reden. Oft stand ich stundenlang am Ozean. Stopp. Und das Meer rauschte. Ah. Und die Wellen wogten hin und zurück. Hin. Und zurück. Ah. Husch. Aufhören. Alles klar. Husch. Ah. Oh, wie geil, ey. Wusstest du, dass sie auf dem Mars Spuren von Wasser gefunden haben? Endlich auf, über Wasser zu reden. Furchen von Rinnsalen, die jahrzehntelang das Gestein umspült haben. Stopp. Ganze Bäche soll es da gegeben haben. Reißende Ströme, die hektoliterweise Wassermassen durch enge Schluchten gepresst haben. Gleich ist es soweit. Gleich bring ich dich um. Alles klar. Ich habe gehört, es soll Regen geben. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Ja, im Ernst. Es soll ein richtiger Wolkenbruch werden. Stopp, bitte. Anfangen soll es als harmloses Nieseln. Aber dann soll es richtig gießen. In Strömen. Ich bring dich um. Ich schwöre, ich bring dich um. Ein wahrer Sturzbach wird da auf uns niederprasseln. Plitsch, platsch. Warum tust du mir das an? Plitsch, platsch? So ganz stumpf, plitsch, platsch. Wenn ich nach Hause komme, gehe ich erstmal baden. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Ist es nicht angenehm, wenn der Unterleib von warmem Wasser umspült? Ich höre nicht zu. Ich höre überhaupt nicht zu. Ich nicht. Nur, dass es immer so lange dauert, bis das Wasser eingelaufen ist. Oh, la 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 la. Alter, Edna ist gemein. Meine Wanne fasst hunderte von Litern. Einmal ist mir die Wanne sogar übergelaufen. Da stand das ganze Haus unter Wasser. Oh, you see, I've been through the desert.
Es hat Stunden gedauert, das alles aufzufädeln. Oh, ne Horse with no name. Ich kann gar nicht beziffern, wie oft ich den nassen Feudel ausgewrungen habe. It felt good to be. Immer nur patsch, flatsch. Out of the rain. Pitcha, pitcha, pitcha. Jetzt halt endlich die Klappe. Halt so die Stimme. Jetzt halt endlich die Klappe. Mein Cousin ist bei der Feuerwehr. Endlich auf über Wasser zu reden. Du kannst dir nicht vorstellen, was da für ein Druck auf diesen Schläuchen ist. Ich kann. Diese ungeheuerliche Wassersäule, die sich darin aufstaut. Und die Kraft, die entfesselt wird, wenn schließlich das Ventil geöffnet wird. Willst du, dass ich mir in die Hose mache? Willst du das? Ja. Ich will ihn noch heute rufen. Wassermarsch! Wassermarsch! Lass mich in Ruhe. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will doch einfach Ruhe. Hast du Waterworld mit Kevin Costner gesehen? Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Kannst du dir das vorstellen? Der ganze Planet bedeckt von... Nein. Wasser. Und Wasser. Und nochmals Wasser. Soweit das Auge reicht. Nade. Wasser. Nochmal ein Nachgeben so. Ich geb auf. Deiner Blase bin ich nicht gewachsen. Noch was? Ja, genau. Also einfach so. Ich glaube, ich habe gerade übersteuert. Das tut mir leid. Ich lass dich dann mal wieder allein. Dann tu das bitte auch. So, das mit dem Fernseher? Ist gut zu wissen. Ich glaube, wir können nirgendwo hin, wenn die Monitore an sind. Also müssen wir die Antenne wieder anmachen oder so, dass er Fernsehen gucken kann. Schätze ich mal. Gut, Leute, das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.